Aufstieg in schwindelnde Höhen. Moskauer Studenten und Schüler auf der Suche nach Adrenalin. Klettern ohne Netz und doppelten Boden. Je gefährlicher, desto besser. Für den Kick und Millionen Klicks im Internet. Ausgemusterte Radioantennen. Das Mekka der Moskauer Extremkletterer. Marat, Stas und Sascha nehmen Proviant mit. Der Aufstieg kostet Kraft. Die drei Studenten gehören mit ihren 20 Jahren zu den alten Hasen in der sogenannten Roofer-Szene. Marat, wie läuft das jetzt ab? Wir gehen darüber und suchen uns eine dieser vier Antennen aus. Egal welche. Wie hoch sind sie? 10 Meter. Sie sind alle gleich hoch, ca. 200 Meter. Ich glaube, wir alle werden Spaß haben. Der Ausblick ist fantastisch. Die alten Radiomasten sind exakt 215 Meter hoch. Die Roofer werden trotz Nässe ohne Sicherung klettern. Nur so könne man sich an seine persönlichen Grenzen herantasten. Bemerkenswert, auf welch dünnem Fundament der Mast steht. Er wird durch diese Stahlseile fixiert. Sie gehen in vier Richtungen. Schwankt der Mast? Oben wackelt es kaum. Okay, es geht los. Wie ist die Stimmung, Stas? Gut, jetzt beginnt unser Siegeszug. Stas, Sascha und Marat sind erfahrene Extremkletterer. Die 215 Meter schaffen sie normalerweise in 25 Minuten. Doch dieses Mal zwingt sie die aufziehende Gewitterfront, das Tempo zu reduzieren. In die Nachbarantenne ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Es hat richtig geknallt. Wir müssen uns überlegen, ob wir nicht lieber warten, bis der Regen aufhört. Es gibt hier keinen Schutz. Marat will trotz Gewitter weitermachen. Menschen zeigen ihren Charakter in kritischen Situationen. Man muss seine Angst bekämpfen. Ich hatte anfangs auch Schiss. Dafür lernt man beim Roofing eine Menge interessanter Leute kennen. Ein geniales Hobby und spannender Zeitvertreib. Deswegen sind wir hier. Die Entscheidung ist gefallen. Die drei Roofer erklimmen trotz des schlechten Wetters den rostigen Stahlkoloss. Die treibende Kraft, das Verlangen nach Adrenalin. In großer Höhe geht ein Ruck durch deinen Körper. Es ist ein beeindruckendes Gefühl. 215 Meter. Dort oben ist die Aussicht phänomenal. Ich freue mich schon drauf. Doch bisher sind erst 100 Meter erklommen. Sascha, Marat und Stas haben die Hälfte noch vor sich. Unser Kamerateam gibt auf. Denn entgegen aller Ankündigungen schwankt der alte Radiomast stark. Die Extremkletterer drehen den Aufstieg mit ihren kleinen Amateurkameras weiter. Fast jeder Roofer filmt seine Aktionen. Die Bilder kommen später ins Internet. Mit den Clips verdienen Marat und seine Freunde kein Geld. Es geht ums Ansehen. Je schriller die Aufnahmen, desto größer das Echo, der Ruhm in der Szene. 215 Meter, Regen, starker Wind, keine Sicherung. Die Roofer haben es geschafft. Die Aussicht ist fantastisch, sagt Stas. Er ist kaum zu verstehen. Die Böen stören die Mikrofone der Amateurkameras. Marat, Stas und Sascha sind erschöpft. Das Senkrechtklettern geht in die Arme. Nach einer kleinen Zigarettenpause legt Marat noch einen drauf. Das Adrenalin komme erst auf dem Eisenträger, sagt er.
Zieh das Hemd aus, sagt Stas. Es ist bei diesem Wind wie ein Segel. Nein, ich behalte es an. Jurastudent Marat Dupri wird in der Rufer-Szene Skywalker genannt. Er hat alle wichtigen Moskauer Gipfel bezwungen. Antennen, Brücken, Hochhäuser und Denkmale. Die Träger seien nur leicht angerostet. Kein Grund zur Panik, sagt Marat. Der starke Wind und die Nässe verbieten es Marat, aufrecht zu gehen. Zentimeterweise arbeitet er sich vor. Der Eisenträger ist glatt wie Schmierseife. Solche Momente sind für den Skywalker das Größte. Erst am Rande seiner Leistungsfähigkeit fühlt er sich richtig wohl. Wow, es regnet. Wow, Dost. Ich höre es donnern. Jetzt bekommt Marat den ersehnten Kick. Er kann es nicht lassen. Versucht trotz der widrigen Bedingungen aufzustehen. Hör auf, du Wahnsinniger! Du bist echt krank. Komm hierher, halt dich fest. Wie ist die Stimmung? Einwandfrei. Das Rufer-Trio bekommt Besuch. Diese Schüler wollen unerkannt bleiben, haben Angst, von ihren Eltern Ärger zu bekommen. Auch sie balancieren ohne Sicherung. Die ausrangierten Radiomasten in der Moskauer Vorstadt Elektrostal gleichen einer Pilgerstätte. Ihre Besucher sind in der Regel zwischen 14 und 22 Jahre. Mit dem Älterwerden käme wohl die Angst, scherzen die Rufer. Der Puls geht langsam runter. Zeit für einen Snack. Hier oben schmeckt es am besten, befindet Marat. Die Moskauer Rufer-Szene umfasst ca. 200 Kletterer. Die Dachsteiger, wie es übersetzt heißt, reden nicht gern über Angst. Auf Fragen nach Unfällen reagieren sie mit Galgenhumor. Wer abstürzt, war eben nicht gut genug. Ist hier nicht schon mal etwas passiert? Es sind in der Vergangenheit ein paar Leute abgeschmiert. Ja, sie haben den Sturz natürlich nicht überlebt. So etwas passiert eben. Man muss aufpassen und sich 100-mal überlegen, ob man da wirklich rauf will. Die Basejumper meiden diese Masten mittlerweile. Einige sind in den Seilen hängen geblieben und mussten befreit werden. Marats Eltern sind vom Roofing nicht begeistert, akzeptieren sein riskantes Hobby aber. Kommen Sie rein, ich zeige Ihnen unsere Wohnung. Da ist mein Zimmer. Ist nicht besonders gut aufgeräumt. Meine Mutter? Sie wissen, dass Ihr Sohn ein bekannter Rufer ist? Ja, ich mache mir Sorgen um ihn. Es ist interessant, aber gefährlich. Wir kommen gleich noch mal zu Ihnen. Ich zeige Ihnen das Arbeitszimmer. Dort bearbeite ich meine Bilder. Diese Aufnahme hat mich weltweit bekannt gemacht. Sie hat einen innerrussischen Wettbewerb gewonnen. Das beste Foto des letzten Jahres. Hobbyfotograf Marat Dupri hat die preisgekrönte Aufnahme in Elektrostal bei geringem Wind gemacht. Rufer Alexei balanciert in 215 Metern Höhe ohne Sicherung, so lange bis Marat alle Bilder im Kasten hat. Das Fotoshooting, eine Mischung aus Arbeit und Kick. Alexeis Freunde stacheln ihn an. Ha 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 ha!
Lisha, wir wollen ein Kind von dir. Du bist der mutigste Mistkerl, den wir kennen. Ein Freund unserer Familie hat Marats Fotos auf einer Universitätsausstellung gesehen und sofort meinen Mann angerufen. Super, was dein Sohn alles kann. Solche Anrufe machen uns natürlich stolz. Und über das Negative, die Risiken, versuche ich möglichst wenig nachzudenken. Neben den Roofern gibt es in Moskau noch eine zweite Extremsport-Community, die immer auf der Suche nach Adrenalin ist. Die S- und U-Bahn-Surfer hängen sich ohne Sicherung an Züge. Roman Gromov ist so etwas wie ein Surfer-Guru. Der Maschinenbaustudent ist seit 7 Jahren dabei, kennt nahezu jedes Gleis und alle Schlupflöcher. Das sogenannte Sazapping ist verboten. Wer erwischt wird, kommt auf die Wache. Dort hagelt es lästige Fragen. Das Bußgeld beträgt rund 30 Euro. Roman trommelt im Internet junge Moskauer zusammen, organisiert Touren durch die russische Hauptstadt oder ins Grüne. Er nennt Startbahnhof, Richtung und Abfahrtszeit. Wer Lust hat, surft mit. Dieses Mal ist unser Kameramann selbst hautnah dabei. Sascha, warum machst du das? Das macht einfach Spaß. Achtung, Surfer von oben. Ich genieße den Wind. Mag es, wenn die vorbeirauschenden Menschen immer kleiner werden. In den Abteilen ist es eng und stickig. Hier bin ich mit meinen Freunden allein. Die S-Bahn scheppert mit ca. 100 km/h durch das Umland der Millionenmetropole. Der warme Wind ist doch fantastisch. Drinnen stinkt's nach Alkohol. Irgendwelche Verkäufer drehen den Leuten ihren Schund an. Wir relaxen. Wer genug relaxed hat, steigt auf das S-Bahn-Dach. Adrenalin pur. Es gibt nur eine Regel. Immer geduckt bleiben und nicht an die Leitungen kommen. Gefährlich ist, dass durch die Oberleitung 3000 Volt fließen. Außerdem muss man auf Unterführungen achten. Da ist nur wenig Luft nach oben. Haben Sie das gesehen? Kopf einziehen ist die Devise. Die Surfer sind wachsam, denn der kleinste Kontakt mit der Oberleitung kann tödlich sein. Wenn Roman eine Pause braucht, ist er innerhalb von wenigen Sekunden im Zug. Der einzige Nachteil, die Gummimuffe ist recht dreckig. So schnell geht das. Was habt ihr als nächstes vor? Wir gehen jetzt in die U-Bahn und werden dort surfen. An und auf den Waggons. Wie unterscheidet sich S-Bahn vom U-Bahn-Surfen? In der Metro schnappen sie uns öfter. Mit anderen Worten, mehr Polizei, mehr Wachmannschaften, mehr Adrenalin. Die U-Bahn-Station Beloruskaja im Zentrum der russischen Hauptstadt. Es geht in rund 70 Meter Tiefe. Das Moskauer Metronetz gehört zu den größten der Welt. 185 Stationen auf 12 Linien. Oberstes Gebot beim U-Bahn-Surfen: nicht ins Visier der Stationsvorsteher geraten. Wie
Der Start und der Zielbahnhof müssen genau gecheckt werden. Kameras, Monitore, Polizei, Stationsvorsteher. Wenn du trotzdem entdeckt wirst und dich die Polizei am Zielbahnhof erwartet, musst du die Beine in die Hand nehmen oder dich verstecken. Roman beginnt das Metrosurfen mit einer kleinen Lockerungsübung. Er bringt seinen Puls in Fahrt und lenkt die Aufmerksamkeit der U-Bahn-Wachen auf dieses Gleis. Bevor sie ihn fassen können, taucht Roman in der Menge unter und geht zum gegenüberliegenden Bahnsteig. Es kann losgehen. Aufsteigen, festhalten, Kameras an. Noch ein kurzer Blick zurück. Die Luft scheint rein zu sein. Offenbar hat keiner was gemerkt. Wie beim Roofing gilt auch beim Surfen, je spannender die Bilder, desto größer das Ansehen, der Ruhm in der Internet-Community. Der Zug beschleunigt auf rund 80 km/h. Nach knapp 20 Sekunden taucht die U-Bahn in das stockfinstere Tunnelsystem ein. Romans Surferfreunde haben eine Taschenlampe dabei. Die Stahlröhren verschlingen uns, sagen sie. Ein einmaliges Erlebnis. Am Zielbahnhof muss alles schnell gehen. Die Stationsvorsteherin hat doch Wind bekommen, versucht die Surfer festzuhalten. Seid ihr verrückt, ruft sie. Die Aufregung der Beamtin ist nachvollziehbar. Denn das Metrosurfen ist äußerst gefährlich. Letztes Jahr sind mindestens 6 junge Moskauer tödlich verunglückt. Viele Surfer reden das Risiko klein. Wahrscheinlich, um sich selbst zu beruhigen. Wenn du dich an die U-Bahn hängst, kann kaum was passieren. Man darf eben nicht auf das Dach eines fahrenden Zuges klettern. Das ist der feine Unterschied. Alles halb so wild. Zurück zu den Adrenalin-Junkies in luftigen Höhen. Die 7 Moskauer Stalin-Bauten sind Roofer-Klassiker. Es ist schwierig raufzukommen, denn diese Hochhäuser sind mittlerweile gut bewacht. Uns ist es ein paar Mal gelungen, auf den Sowjetstern zu klettern. Man muss viel Geduld haben und die Wachen austricksen. Ich weiß nicht, ob uns das heute gelingt. Was treibt ihr euch herum? Das Gelände ist geschlossen. Wir bereiten eine Veranstaltung vor. Ihr habt ja überhaupt nichts verloren. Hier werden die Militärs feiern. Raus hier! Aber da vorne sind auch Leute. Los, raus, habe ich gesagt. Die Wache verdirbt den Roofern heute den Spaß. Dieses Video hat Sascha vor einigen Wochen gedreht. Es heißt Stern meiner Träume. Dieser Stalin-Bau, ein Hotel, ist 124 Meter hoch. Sascha klettert, wie immer, ohne Sicherung. Roofing stammt aus den USA. Die Internetclips junger Amerikaner haben Russen animiert, ähnlich waghalsig zu klettern. Heute überflügeln viele Russen ihre amerikanischen Roofer-Kollegen, riskieren noch mehr. Typisch für den russischen Charakter findet der Moskauer Psychologe Michail Zubin, als wir ihn fragen, warum Extremklettern bei vielen jungen Russen so populär ist. Diese Aktivitäten laufen unter Großstadt-Extremsport. Die Jugendlichen wollen sich von der grauen Masse abheben, suchen nach Selbstbestätigung. Sie halten sich für etwas Besonderes. Bei vielen spielt auch Gruppenzwang eine Rolle. Je riskanter geklettert oder gesurft wird, desto größer die Anerkennung in der Szene.
Es gibt in Moskau eine Community, die sich Sieben Schwestern nennt. Dazu gehören nur diejenigen Rufer, die alle sieben Stalinbauten bezwungen haben. Ähnlich wie bei den Bergsteigern, die auf allen 8000ern waren. Rufer Sascha, der sich hier filmt, hat es bald geschafft. Vier der sieben Stalinbauten hat er bereits genommen. Die Aufnahme in die erlauchte Schwestern-Community ist zum Greifen nahe. Das mulmige Gefühl kommt erst nach der Kletteraktion. Wenn ich mir meine Videos zu Hause ansehe, bekomme ich weiche Knie. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich es nochmal bringe und alle sieben Schwestern mache. Sehen Sie gleich, wie die Kletterkinder von Moskau mit dem Zar-Peter-Denkmal eine der größten Statuen der Welt bezwingen. Marat Dupri ist einer der bekanntesten Extremkletterer Moskaus. Im Stadtzentrum darf man das Rufen, also Dachsteigen, durchaus wörtlich nehmen. Ist der Kreml ein realistisches Ziel? Um ehrlich zu sein, nein. Der Kreml ist der Arbeitsplatz des Präsidenten. Er wird von Geheimdiensten bewacht, dem FSO und dem FSB. Es gibt aber eine interessante Alternative. Da drüben steht Zar Peter der Große. Von dem Denkmal aus hat man auch einen grandiosen Ausblick. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Es gibt neuerdings viele Wachen. Sie haben schon einige Rufer vermöbelt und ihnen die Kamera abgenommen. Das Risiko ist groß. Ungeübte Amateure sollten die Statue nicht besteigen. Das Zar-Peter-Denkmal zählt zu den größten Statuen der Welt. Die Edelstahlkonstruktion ist 600 Tonnen schwer und 98 Meter hoch, größer als die berühmte Freiheitsstatue in New York. Das Zarendenkmal ist ein Muss für jeden russischen Rufer. Wie immer gilt, kein Trapez, keine Karabiner, keine Seile. Geklettert wird ohne jegliche Sicherung. Belohnt wird man mit Adrenalin, einer einzigartigen Aussicht und dem Ruhm, es geschafft zu haben. Marat Dupri, genannt Skywalker, hat in Moskau alle Stalin-Sterne erklettert. Sein neues Ziel befindet sich im fernen Osten Russlands. Diese neue Brücke ist 350 Meter hoch. Wer in der Rufer-Szene weiterhin gefeiert werden will, muss darauf.